Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Grid heißt das Spiel, das ich diesmal für euch unter die Lupe genommen habe, eine Art Remake von Race Driver Grid aus dem Jahr 2008. Im Arcade Racer von Codemasters steigt ihr einmal mehr in GT-Fahrzeuge, Muscle Cars oder getunte Straßenflitzer, um auf permanenten Rennstrecken und Stadtkursen in San Francisco oder Barcelona um den Sieg zu kämpfen. Ähnlich wie in den meisten anderen Rennspielen auch, gibt es in Grid einen recht freien Karrieremodus. Ihr folgt keinem strikt linearen Pfad oder fahrt langen Saisons, sondern einer Reihe von Einzelevents, die selten aus mehr als vier direkt aufeinanderfolgenden Wettbewerben bestehen. Die meisten davon sind Rennen, in denen es lediglich darum geht, möglichst gut abzuschneiden. Meist reicht ein Platz auf dem Treppchen, um ein Event erfolgreich abzuschließen. Erst später müsst ihr auch mal mindestens Platz 2 erreichen oder gleich gewinnen. Neben den Rennen gibt es im Prinzip bloß noch einen zweiten Event-Typ, bei dem ihr innerhalb einer begrenzten Anzahl von Runden die schnellste Zeit auf den Asphalt legen müsst. Innerhalb einer der vier Hauptkategorien Touring, Tuner, GT und Stockcar reicht es, bei einer bestimmten Anzahl von Events das Mindestziel zu erreichen, um das jeweilige Showdown-Event freizuschalten. Erwartet aber nicht irgendwelche spektakulären Showveranstaltungen, bei denen ihr in Forza Horizon-Manier gegen einen Zug oder ein Flugzeug antretet. Auch dort fahrt ihr nur stinknormale Rennen oder besagte Time-Attack-Events. Okay, mach schön Druck. Vier dieser Showdown-Events reichen, um die Grid World Series freizuschalten, in der ihr dann allerdings auch wieder nur das tut, was ihr vorher auch schon getan habt. Eine gewisse Abwechslung bringen die Events aber trotzdem, da ihr in verschiedene Fahrzeugklassen einsteigen werdet, das heißt nicht nur in normale Stockcars zum Beispiel, sondern auch mal in Renntrucks. In den beiden Zusatzkategorien, wie zum Beispiel den Einladungsevents, brettert ihr dann auch mal in Formel 1 ähnlichen Karren, in klassischen Ferraris oder wie Mr. Bean im für Rennen gepimpten Minis über den Asphalt. Ebenfalls für eine gewisse Abwechslung sorgen die Strecken- und Witterungsbedingungen. So gießt es mitunter aus Strömen oder das Rennen findet bei Nacht statt. Das Streckenangebot wiederum umfasst neben permanenten Rennstrecken wie Silverstone oder Brands Hatch Indy auch Stadtkurse wie in Barcelona, Havanna oder Shanghai. Allerdings wiederholen die sich gefühlt dennoch sehr oft, was vornehmlich an der kurzen Renndauer liegt. Das Fahrmodell könnt ihr zwar im Optionsmenü realistischer gestalten, aber Grid bleibt auch dann ein Arcade Racer. Tatsächlich rutschen die Fahrzeuge stark und unnatürlich über die Piste und neigen unabhängig vom tatsächlichen Antriebstyp fast alle zum Untersteuern. Bei Regen ist es entsprechend rutschiger, für so ein arcade-lastiges Spiel hätte man die Bremswirkung auf nasser Strecke aber wohl trotzdem nicht so übertrieben gestalten müssen. Spaß macht das Fahrmodell aber dennoch, zumal die besonders schnellen, später gegen Ingame-Geld kaufbaren Boliden zumeist dank übernatürlich gutem Handling mindestens genauso gut beherrschbar sind wie die mit weniger PS unter der Haube. Toll ist aber auf jeden Fall auch der Sound, denn die Motoren, die klingen richtig satt, nicht nur bei den Muscle Cars. Wäre da nun nicht dieses ständige, nervige Reifenquietschen. Visuell macht Grid definitiv einiges her, wenn der Regen fein vom Lack abperlt oder sich über die Windschutzscheibe ergießt. Nur das Schadensmodell hätte detaillierter ausfallen können. Das Geschehen abseits der Piste sollte man aber nicht zu genau betrachten. Auf manchen Strecken fehlen Zuschauer komplett, obgleich es sich dabei auch um einen noch vorhandenen Bug handeln könnte. Denn deren Jubelschreie beim Verlassen eines Tunnels auf einem der Stadtkurse ist deutlich zu hören. Womöglich aber muss Codemasters auch irgendwo Performance sparen und tut es dann eben dort, wo es während des Rennens den meisten wohl am wenigsten auffallen wird. Die Rennen selbst fallen ausnahmslos sehr kurz aus, mit grob 3,5 bis 5 Minuten dürft ihr rechnen. Ein bisschen mehr geht dann aber theoretisch schon, wenn ihr vorab noch eine Qualifikationsrunde fahrt, die ihr übrigens beliebig oft wiederholen dürft. Ein Neustart des Rennens bringt euch selbst in einem mehrgeteilten Event lediglich zum Startpunkt der aktuellen Veranstaltungen, nicht zu dem des gesamten Wettbewerbs. Wäre das anders, wäre das aber gerade in Anbetracht der relativ langen Ladezeiten ziemlich nervig. Das Blöde an der Qualifikationsrunde ist, dass ihr damit, natürlich auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad, Fahrhilfen oder dem eigenen Können, oft gleich von Platz 1 starten werdet. Das Feld dann hinter sich zu halten, ist ohne grobe Fahrfehler eigentlich nie ein Problem, wodurch die Rennen ziemlich langweilig werden. Verzichtet ihr wiederum auf die Quali, startet ihr eigentlich immer recht weit hinten, eventuell sogar als letzter der 16 startenden Fahrer.
Sich erst durch alle vorausfahrenden Fahrer wühlen zu müssen, ist natürlich wesentlich anspruchsvoller und nicht so ereignislos, wie vorne wegzufahren. Ereignisarm bleibt das Renngeschehen, aber dennoch. Nur führt das eben gleichzeitig dazu, dass ihr die vordersten Plätze oft nur noch erreichen könnt, wenn ihr stärker die Brechstange benutzt oder einen Auffahrunfall beim späten Anbremsen einer Kurve wenigstens riskiert. Die KI, die in vielen Situationen etwas zu stark auf die Ideallinie fixiert ist, stellt sich in Kurven nämlich recht dumm an. Außen oder innen überholen, im Regelfall geht beides effektiv. Kommt es zum Kontakt, greift mitunter das Rivalen-Feature. Neben einem fürs Event festgelegten Hauptkontrahenten provoziert ihr mit dem rüden Verhalten auch andere Fahrer, die dann spürbar aggressiver zu Werke gehen, mehr drängeln und plötzlich auch schneller fahren als vorher. So richtig intensiviert diese Funktion die Rennen zwar nicht, aber sie stört auch nicht. Neben den Rivalen gibt es im Grid aber auch Verbündete, nämlich euren Teamkollegen. Okay, verteidige, ich versuch's weiterzugeben. Wobei ihr später andere Fahrer anhören könnt, deren Mentalität sich stark unterscheiden soll. Der einzige wirklich sichtbare Unterschied besteht aber darin, dass die Fahrer unterschiedliche Anteile an der Siegprämie abkriegen. Die Teamkollegen sind aber nicht nur einfach da, ihr dürft ihnen auch kleine Anweisungen erteilen, also zum Beispiel befehlen, auf Angriff zu fahren oder hinter euch liegend das Feld zu euch abzublocken. Letzteres macht sich gegen die KI-Gegner auch durchaus bemerkbar. Ich hatte jedenfalls mehrfach den Eindruck, dass ich nach einem solchen Kommando schneller einen größeren Vorsprung aufs Feld herausfahren konnte. Unterm Strich braucht man die Funktion aber nicht, um am Ende gewinnen zu können. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Mit Grid lenkt Codemasters die Reihe wieder stärker auf den arcadigen Ansatz des ersten Serienteils von 2008. Damit ergänzen die Briten, zumindest aus ihrer Sicht betrachtet, sinnvoll ihr Rennspielportfolio, das zuletzt praktisch nur noch aus Dirt Rally und der F1-Reihe bestand. Das Problem ist, dass Grid letztlich nichts Besonderes bietet und für einen Arcade-Racer nicht spektakulär genug ist. Hier drehe ich halt meine Ründchen in einer losen Sammlung von Kurzevents, die für ein schnelles Rennen zwischendurch taugen, vom gesamten Ablauf her aber mit semi-spannend noch eher wohlwollend umschrieben wären. Das soll nicht bedeuten, dass Grid vollkommen spaßbefreit wäre. Aber ein guter Arcade-Racer braucht mehr als ein ordentliches Angebot an Strecken und Fahrzeugen oder eine solide Technik, die besonders auf den Stadtkursen, egal ob bei Tag, Nacht, Regen oder Sonne, hübsche Grafik auf den Bildschirm zaubert. Dass künftig mehr Content kommen soll, Fahrzeuge und Strecken und zumindest letzteres wohl kostenlos, wird den Mangel an mechanischen Besonderheiten und spielerischer Klasse jedenfalls nicht ausgleichen. Grid ist für mich deshalb klar ein Rennspiel, das man spielen kann, aber nicht muss. Forza Horizon, Wreckfest, vielleicht auch das im kommenden Monat erscheinende Need for Speed? Wenn es im arcadigen Rennspielsektor eine Lücke gibt, dann verpasst Codemasters die Chance, sie mit Grid hochkarätig zu füllen. Meine persönliche Wertung lautet 6.5. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de.